Hallo liebe Intuinautinnen, liebe Intuinauten, ich kriege von euch immer mehr Anfragen zu Songs, die ich auf meinem YouTube-Kanal Gordon November, also auf dem Künstlerkanal, veröffentliche, und das finde ich ganz toll, das berührt mich richtig. Und ein Song, der dort besondere Aufmerksamkeit erregt hat, ganz offensichtlich, ist der Song Nochmal Klein, und das berührt mich noch mehr, weil es eben mein eigener Song ist, den habe ich selber geschrieben und der bedeutet mir auch recht viel. Und ja, der Song, der klingt so. Vielleicht kennst du den auch aus dem Abspann von der Masterclass Intuition. Da bringe ich das immer in der Zusammenfassung hinten raus. Und ja, ich zeige dir jetzt ganz einfach mal, wie du mit diesem Song hier starten würdest. Du hast ja bereits das Werkzeug dazu, du wirst das selber hinbekommen. Aber ich werde dir mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich spiele diesen Song hier in E-Dur. Wenn du schon das Buch Tonarten meistern ohne Noten hast oder kennst und schon ein kleines bisschen darin fit bist, dann kannst du das gerne auch in E-Dur machen. Aber du weißt ja aus der Masterclass, dass der Grund, warum man was in anderen Tonarten spielt, ist nicht, weil es irgendwie toll ist auf dem Klavier, sondern das ist die Stimme. Also ich spiele das deswegen in E-Dur, weil meine Stimme eben bei E-Dur am besten klingt. Also der höchste Ton, den ich singe, das ist hier oben das E. Ich würde theoretisch auch noch bis hier auf das Gis hochkommen, aber der richtig gut, schön klingende Ton, den ich da noch habe, das ist eben hier das E. So. Ich malte meine Träume mit dem Finger. Wenn ich hier oben irgendwie singe, dann kratzt das irgendwie, dann klingt das viel zu, das will ich jetzt auch gar nicht vormachen. Also das ist für mich eine Wohlfühltonart, die ich auch in einem ganzen Konzert durchhalten könnte. Also das E hier, das macht mir nichts aus. Wenn du das selber singen möchtest, dann kannst du das natürlich in einer Tonart deiner Wahl machen. Du kannst es auch in D-Dur spielen oder wie auch immer. Genau, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Du weißt allerdings, wenn du intuitiv Klavier spielen kannst, dann brauchst du dich nicht an Tonarten zu halten. Insbesondere, wenn du nur Klavier spielst und nicht dazu singst, dann kannst du das Ganze auch in eine bequeme Tonart holen. Beispielsweise hier einfach in C-Dur. Und das mache ich jetzt auch mal. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich habe es noch nie in C-Dur gespielt, aber in C-Dur könnte das Ganze so aussehen. Also ich gehe davon aus, du hast den Song vielleicht schon ein paar Mal gehört, wenn du dieses Tutorial jetzt hier anschaust. Ansonsten hör dir den Song noch ein paar Mal an. Aber der funktioniert einfach so. Die Melodie, die kennst du, die geht so. Das ist so das Intro. Und die Begleittöne dazu sind eben die hier. Also ich ziehe den Akkord hier links ein bisschen auseinander. Es ist in der Originalversion natürlich ein bisschen anders. Da spielt der Bass ja hier unten mit. Dann klimper ich nicht hier unten rum wie ein Wilder, sondern ich bewege mich dann hier irgendwo in der Mitte. Und lass den Bass hier ein bisschen Freiraum hier unten. Aber wenn du es jetzt alleine spielst, dann mach's doch so. Zieh diese Töne hier ein bisschen auseinander. Und ich spiele auch jetzt hier nicht eine Sechste mit dem H mit dabei, sonst hätte ich hier insgesamt so einen Major-Akkord. Das wollte ich nicht, sondern ich bleibe hier in der Quinte. Und das hier ist jetzt eine Sechste. Hier gehe ich wieder in die Quinte. Und du siehst, das ist alles im Grunde ein gebrochener C-Dur-Akkord. Und ich habe mir jetzt nicht irgendwie besonders Gedanken darüber gemacht, hey, wie kann man das jetzt spannend komponieren oder so, sondern ich habe einfach intuitiv vor mich hingespielt, habe ein bisschen probiert, das, was du hoffentlich auch machst, dass du einfach deinen Gefühlen ein bisschen freien Lauf lässt. Und dann kam halt irgendwann das hier dabei raus. Also das hier ist so ein Spannungston. Da hast du hier die None mit dabei, hier hast du die Septime dabei, also die große Septime, und das erzeugt ein bisschen Spannung, will ja auch aufgelöst werden hierhin. Dann geht's hier in A-Moll. Da hast du auch wieder hier eine 4 mit drin und hier also eine None, also das ist ja auch sehr spannend. Bist du hier bei diesem Akkord. Hier ist dann quasi ein Vorhalt, die Quarte mit dabei, und hier geht es zurück zur Terz. So, und dann könntest du jetzt singen. Als ich klein war, habe ich über Nacht ganze Welten versetzt. Aber wir sind jetzt hier in C-Dur, können wir das Ganze auch mal probieren, wie das am Klavier funktionieren könnte. Also wäre es dann irgendwie so. Ich gehe hier tonal ein bisschen zusammen, gehe hier nicht gleich in die Vollen, damit ich hier auch noch ein kleines bisschen Steigerungsmöglichkeiten habe. Also ich bleibe hier leise. Da
das musst du einfach wissen. Ich habe das halt so komponiert. Ich habe hier die Terz in den Bass gemacht. Das ist ein F-Dur-Akkord. Habe aber hier einfach diese Basslinie hier gewählt und habe hier ein A gespielt, damit das nicht so abgehackt klingt, nicht so sprunghaft. Also ich könnte auch so spielen. Dann wird es halt ein bisschen schlagermäßig klingen oder so. Kannst du auch machen. Aber ich habe es halt so gemacht. Spiel es auf dem Klavier einfach so, wie es auch auf dem Klavier gut klingen würde. Also du brauchst nicht das exakt so zu spielen, wie ich das singe, sondern einfach so, dass es angenehm zu spielen ist und auch vorteilhaft für das Klavier klingt. So, dann geht es hier so weiter. Also gerade das Gleiche nochmal. Hier so ein Zwischenspiel. Kannst du hier den Ton ja mit dazu nehmen. Also ich mache hier eine sehr geschmeidige Basslinie. Also ist dir vielleicht aufgefallen. Ich gehe hier so, gehe dann immer einen Ton runter. Nochmal einen Ton runter. Jetzt bin ich auf dem D. Jetzt kommt der Refrain. Und ich malte meine Träume mit dem Finger in die Nacht. Das ist quasi das Gleiche wie im Intro. So, dann käme jetzt das Intro, würde ich jetzt auf dem Klavier nicht spielen. Kannst du mit irgendeinem Zwischenakkord dir aushelfen und jetzt kommt quasi dasselbe nochmal. Kannst du ein bisschen breiter gehen, jetzt auch tiefere Tasten mit dazu nehmen, ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Tischtrommeln, wie du das aus der Masterclass kennst. Und so kannst du den Song jetzt selber aufbauen. Also da denke ich, bist du selber in der Lage, da was Cooles hinzukriegen. Den Werkzeugkasten, den hast du ja jetzt. Und ich habe dir jetzt hier ein kleines bisschen Einstiegshilfe gegeben. Und so hast du auch ein kleines bisschen, hoffentlich ein Gefühl für die Akkorde gekriegt. So, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Spielen und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Mach's gut, bis dann!